Was du für einen Tiefgang? 2,7. Alles die gleichen. Rohr 4 bewässern. Wir versuchen das. Nähzünder. 2,7. Wir gehen auf 3 Meter Tiefe. Rohr 4 bewässert. Und Schub natürlich. Er sagt da oben lang. Vorher der Rechner. Nicht mehr bemannt. Okay, der fährt da hoch. Es könnte funktionieren. Wenn die Zerstörer rausnehmen, ist es hier das meiste. Das Schlimmste ist schon hinter uns. Okay, Rohr 4 fertig und bewässert. Rohr 4, Daumen drücken, los. Los! Und herzlich willkommen zur Folge 60 von U-Boot auf U564. Wir schreiben den 27. April, es ist 12 Uhr mittags. Version ist nach wie vor die Preview 23 vom 15. Juli 2024, hat sich da also weiterhin nichts getan. Ich gehe davon aus, dass wir jetzt bis zum Full Release am 2.8. die ein oder andere Preview erhalten werden. 60 Folgen U-Boot. Ein ganz, ganz großes und herzliches Dankeschön an euch alle für das Schauen der Videos, für das Liken, für die Abos. Wir sind bei 1100 Abos angekommen an diesem Wochenende. Am vergangenen Wochenende, die Folge hier ist dienstags, genau, und vergangenes Wochenende haben wir die 1100 Abos geschafft. Euch gefallen die Videos, das freut mich sehr. Dadurch, dass ihr sie schaut, produziere ich sie weiter. Es macht unglaublich Spaß für euch, diese Videos zu machen. Wie gesagt, euer Feedback, eure Ansichten sind der Ansporn, diese Videos weiterzumachen. Es macht unglaublich viel Spaß, die Serie hier fortzuführen, zu spielen. Und habe am Sonntag tatsächlich einen privaten Account ein bisschen gespielt und mir fehlte tatsächlich die Kommentierung, die Dokumentation dessen, was ich da mache. Es war richtig, richtig langweilig, das Spiel einfach so zu spielen, und von daher, es macht so viel Spaß für euch, die Videos zu machen. Dafür herzlichen Dank, dass ihr sie anschaut, dass ihr alles macht, was den Kanal weiterbringt, was mir so viel Freude bereitet. Herzlichen, herzlichen Dank dafür. Gut, kommen wir zur heutigen Folge, Folge 60. Wir sind letzte Folge von Aruba zurückgekommen. Wir waren in La Rochelle. Das Boot ist logischerweise aufmunitioniert. Wir haben Proviant aufgenommen. Felix Schmidt ist in La Rochelle geblieben, besucht seinen Neugeborenen, weiß ich jetzt gar nicht. Hat auf jeden Fall Landurlaub gewonnen. Ich habe 2 Matrosen dazugenommen, weil wir ja auch den Matrosen Peters verloren haben, der vor dem Kriegsgericht sitzt. Kriegsgericht? Glaube ja, ne? Bin ich jetzt tatsächlich überfragt. Ich habe das Boot nochmal aufgerüstet. Wir haben jetzt hier den T3-Turm drauf. Wir haben jetzt also 20 mm Kanonen, 2 Stück davon. Hier sind die beiden. Genau, Flagge ist hier eingeholt. Und kurz Lageübersicht. Bin wieder ein leichter Zeitsprung. Wir haben den 27. April, wie gesagt, 27. genau. Und wir befinden uns im Planquadrat BA9 an der amerikanischen Ostküste. Wir sind hier zwischen den Häfen von Boston und hier oben ganz grob Halifax unterwegs. Mission hatten wir ja letzte Folge ausgewählt, hier den Spion abzusetzen. Ich bin da schon ganz rangefahren. Unser Anfahrtsweg war hier im Süden durch, südlich dieser Konvoiroute. Bin hier hochgefahren und habe hier auch tatsächlich nicht viel rundgehorcht, weil ich hierher wollte, um dann in diesem Bereich hier hinten danach noch Schiffe zu jagen, Tonnage zu machen. Mal schauen, was wir da finden. Ich habe hier einmal eingezeichnet den groben Bereitstellungsraum der US-Geleitzüge, die dann nach England gelaufen sind. Das ist also ganz grob, das ist hier nicht 100% korrekt. Die Bereitstellungsräume sind hier von CB1 bis hier drüben ungefähr gewesen. Das ging aber mit dem Kreis nicht schöner zu zeichnen. Und die Hauptgeleitzugrouten, die dann von diesem Bereitstellungsraum aus Richtung England gelaufen sind, habe ich euch auch eingezeichnet. Auch ganz grob, ich glaube, die nördliche Route ist hier tatsächlich noch weiter im Norden verlaufen. Und diese Route auch etwas weiter nördlicher. Aber das sind halt die Hauptrouten der Geleitzüge, die nach England gelaufen sind. Von den 3 Häfen oder 4 Häfen hier oben aus Boston, New York, Halifax. Hier oben ist noch St. John's. Genau, es gab natürlich unten noch die Geleitzüge, die aus der Karibik hier hochgefahren sind. Und natürlich die amerikanischen hier von Freetown hier hoch. Die sind dann auch hier mit reingelaufen oder hier vorbei an Spanien. Über die arktischen Geleitzüge kommen wir später zu, falls wir in dem Let's Play soweit kommen.
Das erstmal soweit zur Information. Wie gesagt, heutige Mission. Wir sollen den Agenten hier absetzen. Wir schauen einmal rein ins Boot. Ich muss hier nochmal reinschauen, weil wir natürlich, ja, ist wieder leer. Habe ich jetzt schon zweimal aufgefüllt auf der Tour. Man sieht das hier, es ist schon relativ viel an Nahrungsmitteln verbraucht. Wir sind auch schon, ich glaube, 12 Tage, 13 Tage, muss ich gleich mal schauen, unterwegs. Und Käse hier auffüllen. Ja, komm. So, da gibt es ja noch ein bisschen Wurst. Wir haben auch was von unserem Proviant verloren tatsächlich. Aufgrund von Schimmel, da kam eine Meldung zwischendurch. Da müssen wir das auffüllen. So. Das sollte der Ingenieur noch haben, das habe ich vergessen. Genau, der Weihnachtsbaum ist auch raus. Und ansonsten ist unsere Mannschaft guter Dinge. Wir haben ein bisschen Moralprobleme. Ich habe auf der Fahrt schon die ganze Zeit Musik laufen lassen. Das habe ich jetzt natürlich ausgestellt, weil ich nicht weiß, wie das im Video sich verhält, ob ich das spielen darf. Wir haben immer kochen lassen hier unten. Deswegen sind die Jungs auch so ein bisschen müde. Wir haben Karten spielen lassen, sodass die Moral relativ hoch bleibt. Die war schon auf 30% runter. Ich war jetzt zwischenzeitlich wieder bei 90 hoch. Kommt natürlich durch die Müdigkeit, die hier jetzt gar nicht angezeigt wird. Okay, soweit, so gut. Fahren wir hier rein, unseren Spion absetzen, der hier jetzt gar nicht angezeigt wird. Ach doch, hier, da ist er. Genau, einer mehr. Ja, man kann es hier oben durchswitchen, wenn man hier 8 Mann an Bord hat. Könnte wahrscheinlich auch das UI anders skalieren, aber es ist jetzt so, den Spion brauche ich sowieso nicht steuern. Fahren wir hier rein. So, dazu, was haben wir jetzt? 10, 24, 44, 50 Kilometer ungefähr. Bitte noch ein kleines Stück fahren. Was haben wir? Halbe Fahrt liegt an. Das ist alles soweit okay. Genau, wir fahren hier noch weiter rein. Ungefähr bis zu dieser Küstenlinie hier. Bleiben Sie unentdeckt. Genau, da kommt der Befehl. Schauen einmal raus, was wir jetzt haben, ob wir irgendwas sehen können. Da ist tatsächlich eine Rauchfahne. Schaut mal. Das ist ein Frachter. Küstenschiff, genau, das sind hier die. Na, wo sind sie denn jetzt? Waren die tatsächlich unter. Da, genau, das sind diese NA1. Mal mit 3,5 Meter Tiefgang. Die fahren hier halt die Küste auf und ab. Das hatte ich hier auch eingezeichnet. Diese Geleitzüge hier, die fahren halt auch zwischen Boston, New York, Halifax hier hin und her. Die bringen halt die Ware entsprechend von A nach B. Und genau, befördern die Güter zu den jeweiligen Häfen, wo sie dann zu den Geleitzügen zusammengesetzt werden. Gut, da wir unentdeckt bleiben sollen, werden wir den jetzt hier nicht attackieren. Wir gehen jetzt auf Zero-Tiefe. Ja, da sieht man auch schon die Küstenlinie. Wie immer, auch vor der amerikanischen Küste, bestes U-Boot-Wetter. Wunderbarer Regen, wunderbar. Gewitter. Es regnet, glaube ich, jetzt gefühlt hier seit 3 Tagen durch. Ich hatte hier noch kurz gewartet. Eigentlich wären wir schon am 26. April hier gewesen. Ich wollte, dass das Wetter ein bisschen besser wird, aber das Wetter verbessert sich nicht. Das ist sehr schade. Und genau, jetzt alle mal unter Deck hier. Zack, zack. Alarm nehmen wir wieder raus. Wenn die noch ein bisschen schlafen. Und wir tauchen jetzt endlich, hoffentlich. Jawohl. Jetzt geht's unter Wasser. Tiefensteuerung besetzen. E-Motoren wechseln, genau. So weit, so gut. Gut, Horchraum ist besetzt. Mal sehen, was wir noch für Kontakte bekommen. Wir fahren da jetzt rein. Wir bleiben auf der halben Fahrt, um zügig hochzukommen. Schrauben, das ist der Frachter da vorne. Einmal Echolot. Torpedorohr 2, gewartet. Tiefe unter Kiel 45 Meter. Okay, wir haben hier gute Wassertiefe, 20 bis 50. Da wird es ein bisschen flacher. Das sollte eigentlich ganz gut funktionieren, da getaucht reinzukommen. Ja, das ist hier der einzelne Frachter, den wir eben gesehen haben. Schraubengeräusche, Kriegsschiffe, kleine Gruppe. Das war zu erwarten, dass da was auf uns zukommt. Wir fahren darüber. Gehen auf blaues Licht. Kompass ist aus. Tiefenruder aus. 10 bis 20 sind die Jungs noch weg. Aber komm, hier stetig auf uns zu. Lassen das einmal laufen. Ja, 50 bis 100 zeigt er hier an. 20 bis 50, da vorne wird es dann interessant. Da müssen wir aufpassen. 10 bis 20, da ist eine Stelle, wo es sehr flach ist.
Da müssen wir vorsichtig sein. Mit da oben rumfahren, ne? Ja, genau, wir fahren da lang. Da passt das mit den Tiefen. Ihr seht das oben rechts, da 10 bis 20, da wird es ja nochmal flach. Mal schauen. Da ist die US-Küste wieder. Da ist die Rauffahne. Was haben wir denn da? Haben wir dann Schnellboot oder haben wir Zerstörer oder was in der Art? Mehr Küstenlinie. Gut, die sind noch relativ weit weg. Wir lassen es laufen hier. Nicht ganz so schnell. Und mal schauen, dass wir da rüberkommen hier. Einmal auf langsame Fahrt, je nachdem, wenn da ein Zerstörer zwischen ist. 310 Grad. Sieht mir nach einer Korvette aus. Ist eine Korvette? Wäre zu sehen, ne? Ja, müsste aber eine Korvette sein, okay. Gut, die scheppert da oben rum. Wenn wir uns hier ganz dezent vorbeimogeln. Wollen nur den Spion absetzen, unentdeckt. Also wir werden da keine Attacke jetzt fahren. Bekanntes Kriegsschiff. Bekanntes Kriegsschiff, okay. Warum seid ihr unbekannt? Das ist definitiv eine Korvette. Und das ist auch eine Korvette. Okay, wir haben so zwei Korvetten zu tun da oben. Aber die scheinen hier ganz elegant an uns vorbeizufahren. So, wir schauen hier nochmal auf die Tiefen. 20 bis 50. Hier ist nochmal flacher, aber es geht alles. Passen den Kurs hier nochmal an. Bringen hier ganz ruhig und sinnig unseren Spion an Land. Rauch am Horizont. Genau, sind die beiden jetzt wieder. Er wartet noch fleißig. Hier Kommandozentrale übernehmen. Bis 50. Wir werden bis hier fahren, dann werden wir auftauchen. Die Tiefen sind hier auch okay. Da ist nochmal 10 bis 20. Schauen einmal raus, wie das eigentlich aussieht hier unter Kiel. Was zappenduster hier. Okay. Gut. Aber wie gesagt, US-Küste. Wir haben den ganzen Weg über den Atlantik hierher gemacht. Sind in Paukenschlag unterwegs. Unternehmen Paukenschlag. Und werden schauen, dass wir hier gleich noch Tonnagen machen. Die Amerikaner so ein bisschen aufzuscheuchen. 27. April 42. Gute 5 Monate nach dem Kriegseintritt hier. Das erste Mal an der US-Küste angekommen. Tauchen auf. Vorfluten. Nee, nicht vorfluten, auftauchen. So, dann lenzen wir hier gleich bei der Gelegenheit. Trotz der Warnung, dass in diesem Gebiet hier mit erhöhtem Flugverkehr zu rechnen ist, habe ich nicht einen Flieger gesehen auf der gesamten Anfahrt, nicht? Gar nichts, es gab keine Warnmeldung, es gab null Kontakte. So, wie weit müssen wir da noch ran? 5,5, okay, da scheint noch ein ganzes Stück. Tiefe ist auch okay, wir lenzen nochmal. Kompass kann mit an. Wir gehen auf normale Beleuchtung. Schalten alles wieder ein. Genau, hier werden Karten gespielt. Richtig so. Stagniert die Moral zumindest. Da ist die Müdigkeit jetzt drin mit 21. Autospeichern. Tonnage Anlegestelle. Da sind wir angekommen. Bewegen uns zu schnell. Alle Maschinen stopp. Alle Maschinen stopp. Oder mit Schiffs. So, die Komprimierung natürlich stoppen. Spionage Anlegestelle. Landungspunkt des Spions, das ist die Position. Ihr Befehl lautet, einen Spion an diesen Koordinaten zu landen. Entsenden Sie einen Spion an die Küste. So, der Kamerad wird jetzt hier mit dem Boot darüber gebracht. Oder fährt alleine, da kommt er. Mit einem kleinen motorisierten Schlauchboot hier. Auf Wiedersehen, alles Gute. Wir haben unseren Part dieser Mission erfüllt. Und verlassen Sie das Gebiet, jawohl. So, wir gehen auf langsame Fahrt zurück. Fahren hier einmal nur raus.
Weil wir können auch hier wenden, ne? Da ist Platz genug. Genau, gehen wir auf langsame Fahrt voraus. Und fahren hier raus. Und wir fahren genau da wieder raus, wo wir eben auch reingekommen sind. Das war eine relativ gute Strecke. 20 bis 50, das passt alles. Und sobald hier auch nur ein Kontakt kommt, wir können auch wieder tauchen, ne? Genau, wir tauchen wieder. Fahren hier raus. Wie gesagt, das sind die beiden von eben wieder, die beiden Korvetten. Ich werde jetzt gleich versuchen, hier vorne in dem Bereich vor Halifax hier eventuell Küstenschiffe zu jagen. Wenn wir da nichts finden, dann fahren wir hier in die Bereitstellungsräume und schauen uns das mal an. Unsere Versorgungs-U-Boot liegt ja hier unten in CB9, das hatten wir dort hingesetzt. Das heißt, wir können da jederzeit hinfahren, uns zu versorgen. Das sind, wie gesagt, die gute 1000 Kilometer. Sprit haben wir hier mehr als genug. Aber wir werden jetzt erstmal ein paar Aale gleich verschießen, hoffentlich. Und uns dann... Warum ist das jetzt hier so? Herr Kapitän? Müsste da eigentlich weg sein. Okay. Geht nicht weg. Alles klar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ne, sind alle 7 da. Seltsam. So, 10 bis 20. Da kommt jetzt so eine Untiefe. Schauen mal. Ah, es ist hier flach, ne? Es ist hier äußerst flach mit Vorfluten. Ja, das sieht dann so aus. Ich habe das jetzt einmal kurz beschleunigt. Wie gesagt, ich versuche das tunlichst zu vermeiden. Dass nur der Turm oben herausschaut. Das heißt, wir können mit Dieselmaschinen fahren. Nicht der Meinung, müsste eigentlich gehen. Und wir bekommen halt auch frische Luft darüber. Ja, man sieht das jetzt hier. Sobald der Turm aus dem Wasser raus ist, bekommen wir hier oben frische Luft. Luftqualität 100%. Wir sind aber noch so halb getaucht und hier hinten der Diesel läuft auch. Okay, wir fahren hier ganz gemütlich weiter. Dass wir hier rauskommen. So, er ist fleißig am Torpedos warten. Jetzt hat er gar nichts zu tun. Die anderen liegen alle in der Koje. Was haben wir hier? Eine Seewache auf Brücke. Gut, das geht nicht. Auftrieb 0%. Okay, verstehe ich nicht. Ja, Tiefen sind hier in Ordnung. Wir gehen auf Seerohrtiefe. Das ist die Patrouille wieder. Da ist das der Frachter, den wir wahrscheinlich vorhin schon gesehen haben. Ja, das sind die hier oben, genau. Überlegt gerade, ob wir nach Halifax oder nach Boston fahren. Wie sind die Entfernungen? Wir schauen mal, von Boston wären das zur 1300 und von Halifax wären wir näher dran, aber wir haben ausreichend, das sind 1000. Okay, schauen uns mal die Häfen an. Das ist hier so eine Bucht. Halifax ist ein offener Hafen, okay. Was wird in Halifax verladen? Exportierte Waren, Wasserbomben, ist auch interessant. Lebensmittel, medizinische Güter, Munition, Erze, Ersatzteile. Boston. Lebensmittel, Versorgungsgüter, Munition, das ist fast dasselbe. Okay. Ich würde hier die Küstenlinie abfahren. Würde hier ein bisschen rausfahren und würde dann eben entsprechend rundhorchen, mit auf Periskoptiefe bleiben, zu schauen, was wir da finden. Jetzt fahren wir erstmal hier raus, damit wir die Mission noch beenden könnten. Also da wird gleich die Meldung kommen, dass wir die Mission beenden können, wenn wir hier unentdeckt rauskommen. Aber aktuell, die sind 10 bis 20 weg und der Kamerad hier 50 bis 80. Das ist das Küstenschiff, das wir eben gesehen haben. Warum hakelt es jetzt so? Wundert mich hier gerade. Ist alles gut? Okay. Seltsam. Ja, die Karte zieht gerade nach. Jetzt sollen wir funken. 10 bis 20, das machen wir noch nicht. Hier warten, bis die Jungs ein bisschen weg sind.
Wenn wir jetzt funken, dann peilen die den Funkspruch an und kommen direkt retour. Das wollen wir natürlich tun, dies vermeiden. Tiefensteuerung. Ne, du sollst kochen und du die Tiefensteuerung. So. Jetzt sind die 20 bis 30 weg. Wir setzen einmal den Funkraum mit Aldrich. Außer Reichweite. Okay. Tauchen auf. Funken das Ganze durch. Ja, das sind die beiden Schiffsschrauben, die wir entdeckt haben. Einmal der Frachter und einmal die beiden Kriegsschiffe. Und 1000 Reichsmark für die abgeschlossene Mission, hier für den Funkbericht. Warten Sie auf weitere Anweisungen. Okay, alle Maschinen stopp. Alle Maschinen stopp. Vielleicht nimmt uns der BDU hier gerade die Entscheidung ab, wo wir hinfahren sollen. Jawohl, neues Funktelegramm. Tatsächlich, wir benötigen aktuelle Informationen zur Luftverteidigung im Hafen von Boston. Der Einsatzort muss unentdeckt erreicht werden, um die Feuerstellung mit dem Periskop auszuspähen. Dies hat höchste Priorität. Okay. Bestätigen. Gut, damit ist unser Ziel klar. Wir fahren nach Boston. Boston liegt da vorne, genau. Wenn hier so reinfahren. Und ich werde hier jetzt, denke ich, über Wasser einfach runterfahren. Und sobald wir hier in der Hafeneinfahrt sind oder zwischendurch irgendwas passiert, dann hole ich euch wieder dazu. Ja, da sind wir wieder. Wir haben es nicht ganz nach Boston geschafft. Wir haben den 28. April, 8 Uhr in der Früh. Auf dem Weg nach Süden ist uns dieser Konvoi hier fast durch die Lappen gegangen. Wir waren schon vorbeigefahren. Dann einmal Periskoptiefe befohlen. Hab diesen Konvoi entdeckt. Ich hatte eigentlich den einzelnen Frachter verfolgt, den wir bei der Spionagemission, bei dem Absetzen des Spions entdeckt hatten. Und dieser Konvoi kam mir dann entgegen. Genau, wir haben hier... Konvoi in Sicht. Peilung. 265 genau, da kommt Grad. Die Meldung nochmal, Alarm ausgegeben. Wir haben vorweg einen Zerstörer und wir haben dann wieder diese Frachtschiffe. Ich weiß gar nicht, man sieht das hier jetzt noch nicht. Ich schaue einmal auf die Karte, damit ihr das seht, wo wir sind. Ja, wir sind von da oben gekommen, sind hier runtergefahren und befinden uns hier jetzt in BA97. Und Volkos ist hier eingezeichnet, da ist der Zerstörer, unbekanntes Kriegsschiff steht dabei. Ich werde jetzt hier noch ein Stück über Wasser fahren und sobald der Sichtradius sich entsprechend begeben hat, das ist unsere Angriffsposition, werde ich jetzt hier auf Zero-Tiefe gehen und wir werden den Konvoi entsprechend anfahren. Rotlicht, das ist hier um 8:30, ihr habt das eben gesehen, noch relativ dunkel, die Sonne ist jetzt aufgegangen. So. Rausschauen, Konvoi verloren. Müsste ja in dem Bereich jetzt gleich irgendwo sein. Da ist er, genau. Sind noch relativ weit weg, aber im Moment ist der Zerstörer unser erstes Ziel. Da kommen noch 3 bis 8 Schiffe hinterher. Wir haben hier noch 2 bis 6. Die gehören alle zu dem Konvoi dazu. Wir fahren da einmal näher ran, sodass wir Blick haben. Natürlich Kompass ausstellen. Rotes Licht bleibt noch an. Tiefenruder aus. Und Tiefensteuerung verbessern hier. Genau, da sind 2,2 Kilometer zu dem Zerstörerkurs. Nicht ganz. Genau, kleine Fahrt. Konvoi in Sicht. Peilung. 295 Grad. Genau, und jetzt einmal Rundumblick. Nicht, dass wir zu weit reinfahren, dass uns da einer von denen überläuft. Wir da einmal rüber. 195, da ist der Zerstörer. Da ist diese Küstenschiffe wieder. Ja, die haben nicht viel Tonnage. Die sind halt auch nicht bewaffnet, oder zumindest so gut wie nicht bewaffnet. Ich bin mir nicht sicher, ob die in der Realität tatsächlich Waffen tragen konnten. Mit Sicherheit, aber eben keine großen Deckgeschütze oder irgendwas in der Art und Weise. Es sind 2 Frachter. Da ist tatsächlich ein Liberty zwischen. Okay, Wahnsinn. Was ist noch so ein Küstenschiff? Das ist das dritte. Mit der Liberty Bewaffnung. Wollen wir mal schauen. Ja, da vorne steht was drauf. Ne? Der hat eine Kanone vorne drauf. Okay, ich bin eigentlich auf der Suche nach weiteren Geleitschiffen. Wenn da nämlich 2 der 3 drin sind, dann ist der Liberty unser erstes Ziel. Da ist noch ein Küstenschiff.
sieht mir auch nach einem Küstendampfer aus. Und das können wir noch nicht erkennen. Da ist noch was. Ein Mast, das könnte noch ein Kriegsschiff sein. Ja, das war's auch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und der Zerstörer vorweg. Gut, ich bin eigentlich dabei, dass der Zerstörer unser erstes Ziel ist. Ansonsten haben wir hier nur Frachtschiffe. Das ist der dicke Pott hier, der C3, der Liberty, Verzeihung. Fährt genau hinter dem Zerstörer. Dann haben wir eigentlich den idealen Angriffspunkt hier so gut wie erreicht. Wir fahren ein bisschen näher ran. Torpedorohr 5, gewartet. So, jetzt ist die Sichtweite gerade runtergegangen. Sehen wir, was was bringt, wenn wir jetzt auf Blaulicht gehen. Hier wird noch weniger, wir bleiben bei Rotlicht. Wir können hier auch ranfahren. Wie gesagt, die fahren alle hier ihren Kurs. Genau, ist eingerastet. Wird jetzt hier berechnet. 1%, 2%. Geht relativ langsam. Fit ist er. Ich dich jetzt an den Vorhalterechner setze, Hoffmann. Dann geht die Sichtweite runter, ne? Ja. Ja, dann geht aber die Berechnung deutlich schneller. Warum sind wir entdeckt? Sims-Klasse. Warum sind wir entdeckt? Wegen der langsamen Fahrt? Sind wir so nah dran? 1,5 Kilometer. Ja, doch, könnte sein. Okay, wir lassen den aufkommen. Ja, genau. Corvette ist ja auch noch da hinten. Alles klar. Gut, er kommt hier jetzt auf uns zu. Er hat aber noch einen relativ sicheren Kurs. Da ist er. Was hast du für einen Tiefgang? 2,7. Alles die gleichen. Rohr 4 bewässern. Wir versuchen das. Mietzünder. 2,7, wir gehen auf 3 Meter Tiefe. Rohr 4 bewässert. Vollen Schub natürlich. Sagt da oben lang. Vorhalterechner. Nicht mehr bemannen. Okay, der fährt da hoch. Es könnte funktionieren. Wenn wir den Zerstörer rausnehmen, ist es hier das meiste. Das Schlimmste ist schon hinter uns. Okay, Rohr 4 fertig und bewässert. Rohr 4, Daumen drücken, los. Los! Okay. Mal Ruder mit Schiff. Ruder mit Schiffs. Hinauf. Kleine Fahrt zurück. Kleine Fahrt zurück. Schauen uns das Ganze mal an. Das sieht gar nicht schlecht aus. 20 Sekunden. 10 Sekunden bis Einschlag. Ah, könnte treffen. Ne, geht hinten vorbei. Ah, shit. Okay. Schade. Haben es versucht. Wir können den Zerstörer jetzt nicht über Wasser attackieren, weil er genau auf uns zukommt. Feindliche Schiffe machen sich gefechtsbereit. Bleibt wachsam, aber keine Panik. Wir machen das schon. Kurs setzen. Wird erledigt, Herr Kaloin. Wir sind den Kurs hier an, dass wir ihn vielleicht auf kurze Entfernung jetzt noch einen verpassen. So, ausgerichtet sind wir. Die Korvette ist natürlich gefährlich, wobei die könnten wir theoretisch noch mit dem achteren Torpedorohr gleich attackieren. Wir versuchen hier den zweiten nochmal in Entfernung 1200. Rohr 3. Nochmal T1. Einstellungen bleiben gleich. Kurs war eben gar nicht schlecht. Rohr 3 bewässert. Deckung liegt hier an. Okay, Magnetzünder auf die Entfernung. 44 Knoten. Rohr 3 fertig und bewässert. Natürlich Magnetzünder. Gut, dass ich dann mal drauf geachtet habe. Rohr 3 fertig und bewässert. Rohr 3 hier los. Los! Er wird jetzt natürlich ein bisschen hin und her fahren, weil er uns sucht. Aber er wird jetzt auf uns eindrehen. Also wir könnten jetzt Glück haben. Eben war ja auch schon knapp, dass wir nur 8 dann vorbeigeschossen haben. 30 Sekunden. 20 Sekunden. Auch mal. Ja, auch relativ
dunkel mit dem Sonnenaufgang. Was ist unser Aal? Da. Ah, könnte. Könnte. Ja, Treffer. Sehr schön. Zerstörer hat eine. Magnetzünde definitiv die richtige Wahl bei dem Aufschlagwinkel. Ah, Schlagseite. Dürfte es hier fast gewesen sein. Ah, schaut hier, ja, verliert hier die Hülle. Wird definitiv gleich evakuiert, ist also damit raus. Wenn er nicht sinkt, ist das erstmal egal. Hauptsache, er kann uns nicht mehr töten. Und ist evakuiert. Jawohl, den können wir streichen. Sehr gut. Sehr gut. So, die Korvette kommt hier hinten noch an. Gehen auf langsame Fahrt voraus. Ja, ist abgesoffen. Da kommt die Korvette. Flower? Ja, doch, genau. Ich habe irgendwie bei Flower immer den Verdacht, dass es ein Zerstörer ist. Die beiden sind da oben gerade kollidiert. Habt ihr es gesehen? Ach, ist wieder mal die A. Frank Lever. Mal wieder, hallo. Ich glaube, dass die beiden eben kollidiert sind. Hm. Interessant. So, man schießt hier Leuchtmunition. Lassen die ein bisschen aufkommen. Entfernung. 2,5 ist noch zu weit. Laufen nach Süden ab. Bin auf halbe Fahrt. Schneller, schneller. Ja, seht ihr das? Er hat uns nicht geortet. Er weiß nicht, wo wir sind hier. Wir könnten ihn gleich mit der 8-8er bekämpfen. Entfernung. Jetzt 1 Kilometer. Jetzt hat er uns entdeckt. Okay. Natürlich vergessen, den Kurs zu berechnen. Ist bei 47%. Ja, das war zu erwarten. Okay. Sind bei 93%. Alle Maschinen stopp. Da kommt die Korvette auf uns zu. Hier vor den Frachter, ein schönes Bild hier. So, das bedeutet hier 8. Torpedorohr mit dem Zaunkönig. 3,5, wir gehen auf 4 Meter Tiefe. Magnetzünder. Aufschlagzünder wäre in dem Fall wahrscheinlich sinniger, wobei wir haben einen relativ schlechten Winkel. Er kommt hier schnell auf uns zu. Jetzt legt die Deckung an. Gehen wir dem Zaunkönig da ran. Ihr seht, dass hier die Korvette ist richtig nah schon dran. Macht 13 Knoten Fahrt. Also 8. Torpedorohr, Rohr 5 fertig und bewässert. Rohr 5, los. Los! Oh, bin noch eingerastet. Prüfung Tiefe. 100 Meter. Einmal genauer. Melden Sie mir die aktuelle Tiefenmessung. Tauchen auf 40 Meter. Tiefe unter Kiel 80 Meter. 80 Meter. Tauchen auf 20 Sekunden. Tauchen auf 85 Meter. Ja, wir tauchen hier ab. Schauen hier uns den Zaunkönig an, was er macht. Ja, Treffer. Sehr schön. Hat noch einen Schuss abgegeben, die Korvette. Dann hat der Zaunkönig sie von unten zerlegt. Hier ist gebrochen. Auf Wiedersehen. Das war das zweite Kriegsschiff. Das zweite Geleitschiff aus dem Konvoi hier. Wir können auf Zero-Tiefe bleiben. Die Korvette wird uns hier nicht mehr gefährlich. Schöner Schuss. Ich hatte jetzt erwartet, dass... Der Zaunkönig war wirklich gut. Normalerweise würde er jetzt vielleicht noch umdrehen und das Schiff nur von 8ern treffen, auf die Schraube eben. Aber das war ein richtig guter Aal. So, ohne Fahrt werden wir hier nicht viel. Wir gehen auf große Fahrt. Okay. Du, der C3? Der Liberty? Also das werde ich auch die nächsten 100 Folgen nicht mehr lernen. Das ist ein Liberty. So. Wander hoch.
Der Rest dürfte jetzt theoretisch nur noch aufräumen sein. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hier hinten fährt auch noch was. Da schauen wir nochmal raus. Ist hinter dem Liberty irgendwo. Okay, da ist noch eine Korvette. Gut, das macht aber nichts. Ist hier noch... Ah, jetzt kommt sie natürlich auf uns zu. Ich würde danach jetzt erst den Liberty attackieren. Ja, er nimmt auch hier den Kurs schon wieder ein. Entfernung. Sind 2 Kilometer hier gleich. Okay. Kursberechnung liegt schon bei 100%, also das wird... Dürfte hier ein relativ entspannter Mal werden, weil die Korvette hier hinten keine Anstalten macht. Dann haben wir hier die ganzen kleinen Frachter noch. Ich zeige das einmal. Man sieht das hier, 2200. Ich glaube, den können wir noch nicht sehen. Den können wir nicht sehen. 2200, also die haben nicht viel Tonnagen, aber die sind halt immer relativ zahlreich vorhanden. 1, 2, 3, 4, 5. Das sind auch 10.000 Bruttoregistertonnen. Der Liberty selber hat hier schon 7,2. Also das ist natürlich ein deutlich lukrativeres Ziel. Deswegen nehmen wir den noch zuerst raus, auch wegen der Bewaffnung. Gehen auf kleine Fahrt. So, was ich nicht ganz verstanden habe, warum die uns vorhin entdeckt haben. Ich glaube, es lag tatsächlich noch an der Fahrt, die wir gemacht haben. Und dann wollen wir hier schauen, dass wir den Liberty da rausnehmen. Da ist er. So, T1, 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 T3 nehmen wir. Gehen auf 6 Meter Tiefe. Und wie gesagt, er hat hier auch die Bewaffnung drauf. Vorne die Kanone. Achtern, Kanone plus die beiden kleineren. Die uns aber auch in Stücke reißen. So, Deckung liegt an. Es ist nicht besetzt, okay. Gut, lassen das hier laufen. Die Korvette wird natürlich dann gleich Alarm schlagen. Bin fast geneigt aufzutauchen und der mit der 8-8er gleich eine zu verpassen. Wir lassen den Winkel hier aufkommen. Und so sollte das dann passen. Okay, da fährt der Liberty. Rohr 4 fertig und bewässert. Rohr 4 los. Los! Alles raus. Das Laufen. Der Torpedo ist auf halbem Weg. 40 Sekunden bis Torpedoeinschlag. Sehr gut aus. Schauen uns das natürlich an. Ich weiß gar nicht, was ist ein T2? Nee, T3 war das jetzt, ne? Ja, super Treffer. Midshift ist auseinandergebrochen. Ja, direkt auseinandergebrochen. Also auch ein Aal, ein Treffer. Eine Versenkung vielmehr. Wunderbar. 7000, über 7000 Bruttoregistertonnen für unser Konto. Korvette da hinten wird jetzt auf uns zukommen. Und hier der Rest der Küstenschiffe gegen den Sonnenaufgang. Herrliches Bild. Liberty, auf Wiedersehen. Das nehmen wir hier mit. So. So, Korvette. Wir beide noch. Ermitteln Sie eine Schusslösung. Entfernung. 2,6. Relativ klein. Wir haben eigentlich ausreichend Munition dabei. Vor allem, wir können jederzeit versorgen. Schauen wir mal, was sie macht. Noch keine Anstalten, sich in unsere Richtung zu bewegen. Also sie hat keine Ahnung, wo wir sind. Können wir ja auch gleich einen Aal verpassen. Geschwindigkeit 11 Knoten. Geht hier. Rohr 2 bewässern. Bereiten das mal alles vor, dass wir für den Fall angriffsbereit sind. 4 Meter Tiefe. Rohr 2 bewässern. Wir haben 40 Knoten. Läuft da natürlich rüber.
Hat die ihren Kurs überhaupt geändert? Ich glaube, die hat keine Ahnung, wo wir sind, die Korvette. Ein bisschen schräger fährt sie jetzt, aber fährt hier halt direkt dahin. Können wir schon fast mit dem Aufschlagzünder arbeiten. Aufschlagzünder, Tiefe, 3 Meter dann verändern. 3,5 hat sie, glaube ich. Ja, 3,5 Tiefe, 3 Meter, dann tiefe Einstellung. Rohr 2 fertig und bewässert. Rohr 2 hier los. Los! Trifft der Aal nicht, würde ich auftauchen und die Korvette mit der 8,8er versenken. Lassen das laufen. Dann hat sie tatsächlich abgebremst. Sie bremst tatsächlich ab. Genau an der Stelle abgebremst. Okay, Aal geht vorbei. Schade. Gut, Männer. Speichern einmal. Auftauchen. Aktuelle Tiefe 10 Meter. Oh, da ist noch der Aal. So, da kommen wir raus. Kannst auftauchen, bitte. Ja. So, wir bieten ihm jetzt natürlich wenig Angriffsfläche, weil wir genau frontal zu ihm stehen. Wieso tauchen wir nicht ganz auf? Kompressor an. Glänzen. Ja, das muss ein bisschen zackiger gehen jetzt hier. Okay. Ja, das war zu erwarten. So, bitte ganz auftauchen. Na, die Korvette schießt auf uns. Wir können immer noch nicht die 8,8er besetzen. Die Korvette feuert bereits auf uns. So, Brückenwache ist aufgezogen. Das bringt uns nicht viel. Die können nicht zurückschießen. Nur eine Frage der Zeit, bis der Kamerad uns trifft. Also manchmal verstehe ich das hier nicht so ganz, warum das nicht funktioniert und so lange dauert. Wir haben hier Auftrieb. Jetzt sind wir aufgetaucht, okay. Immer noch nicht. Ne, ich kann die 8,8er nicht auswählen. Ne, gibt keine Auswahlmöglichkeit. Wahrscheinlich, weil wir noch zu tief im Wasser liegen. Jetzt geht's. Achterbemann. Und Luftraum. 2 Mann dazu. So, und jetzt zügig. Oh, der hat fast getroffen. War fast ein Treffer. Wir gehen auf kleine Fahrt, damit wir ein bisschen stabiler sind im Wasser. So, Hoffmann. Dann ohne bemannt. Es ist hier Überwasserkampf gegen die Korvette. Feuer frei. Den Einschlag nicht gesehen. Zu kurz. Der hat fast getroffen. Auch zu kurz. Oh, da kam genau die Welle. Der war viel zu hoch. Wenn ich so weitermache, dann sind wir gleich fisch, oder? Treffer. Und ist die Daten. Halten. Feuer. Treffer. Ja, nimmt ordentlich Schaden. 50% Hülle. Treffer. Und versenkt. Auf Wiedersehen. Okay, wenn das mit dem Auftauchen ein bisschen schneller geklappt hätte, dann wäre ich auch deutlich ruhiger. So habe ich doch ein bisschen Angst gehabt. Gut, der Rest sollte dann hier Formsache sein, es sei denn, es kommen Flieger. Wir sind hier, wie gesagt, nicht so weit weg von der Küste. Es sind hier 20 Kilometer. Ich bin gar nicht sicher, ob es hier Flugplätze so gegeben hat. Aber jedenfalls haben wir jetzt den unbewaffneten Küstenschiffen da vorne hinterher. Gehen auf halbe Fahrt. Lassen das Ganze laufen. Wir machen hier noch die Markierung, dass wir hier die Boote einsammeln nachher. So, und dann schiffern wir da hoch. Gehen sogar auf große Fahrt hoch. Schneller, schneller.
gewartet! Torpedorohr 4, gewartet! Herr Kaloin, feindliche Schiffe geben Alarm. Ja, das war zu erwarten. Torpedorohr 3, gewartet! Das sind alles nur Küstenschiffe, ne? Ja. Ich bin erschöpft. So, wir speichern an der Stelle nochmal. So, die 20 mm sind besetzt. Ja, ihr könnt hier so viel zacken, wie ihr wollt. Werdet euch mit den 20 mm Geschützen vernichten. Die 8,8er Munition können wir uns sparen. Muss man über die Brückenwache, wenn wir noch mehr Sicht haben. Es sind hier 5 Stück. Alle Maschinen langsame Fahrt voraus. Wie schnell seid ihr? 9 Knoten. Okay, andere Seite. Ah, doch noch ein bisschen weit weg. Okay. Fahren da hoch, fahren näher ran. Kollidieren wir gleich? Ja, geht. Hoffmann, du musst da mal weg. Das geht so nicht. Hoffmann, Kommandozentrale übernehmen. Und dann heißt es hier feuerfrei mit der 20 mm. Die Küstenschiffe haben keine Panzerung, die können auch gar nicht so viel ab. Wir machen es doch anders. Ja. Achter besetzen, sodass wir zumindest Feuer geben können, falls es sein muss. Okay, sage ich nichts zu. Jetzt nimmt er Schaden. Man hat es jetzt auch gesehen, wie schnell der Balken jetzt tatsächlich runtergegangen ist. Der Lebensbalken unten links. Okay, passen den Kurs so an. Mit der Fahrt runtergegangen? Ja, sind wir okay. Er versucht hier natürlich abzuhauen, steht jetzt in Flammen. Es geht bei den kleinen Kähnen immer ganz plötzlich, dass sie absaufen. So, jetzt ist die Hülle komplett weg, ist evakuiert. Der wird da vermutlich uns direkt verlassen. Da hinten ist der nächste. Fahren da hoch. Jawohl, das Küstenschiff ist versenkt, das erste. Fahren da hoch. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Und natürlich, was wir ganz vergessen haben, oder was ich natürlich jedes Mal vergesse, weil ich mich erkenne, Hauptlager, Deckgeschütz, Munition verbringen. Ja, verbringen. Da bekommst du noch einen Mann dazu. Und jetzt auch mal auf normale Beleuchtung gehen. Kompass kann wieder an, ist alles nicht auf Ruhe hier gemünzt. Es ist nur noch stören im Prinzip. Gehen hier nochmal mit der 8,8 daran. Und Feuer frei. Ja, man sieht das hier. Zweimal 8,8er Treffer. Hat schon die Hälfte seiner Hülle verloren. Dritter Treffer. War ein bisschen kurz. Hier der Treffer. Hülle komplett zerstört. Wander hoch. Das ist jetzt alles relativ unspannend, weil es einfach nur Tonnage machen ist. Auch nicht viel. Wie gesagt, die haben hier 2-2. Der hat noch keine Daten. Nochmal 2-2. Das ist alles nicht viel. Ja, Hoffmann, alles gut. Wir müssen hier noch einmal schnell durchhalten und ein paar Kähne versenken. Nehmen es doch die große. So, Feuer frei, Daten. Oh. Naja, manchmal kommen die Wellen auch ein bisschen unglücklich.
Da nehme ich noch gar keinen Schaden. Ah. Wenn ich es ausspreche, fangen die an, Schaden zu nehmen. Echt erstaunlich. So. Hülle weg. Nächster. Das evakuiert ja der andere und abgesoffen. Sobald die die Hülle verlieren, saufen die auch sicher ab. Die laufen so schnell vor Wasser, die kleinen Dinger. So. Einmal stoppen. Da drüben ist er. Hier die Daten wieder. Ja, auch hier mit der 20 mm nimmt hier schon beträchtlich Schaden. 50% Hülle verloren. Ja, so richtig viel können die nicht ab. Was mich gewundert hat, ist, dass wir in diesem Geleitzug echt diesen Liberty dazwischen hatten. Gut, der wird wahrscheinlich verlegt haben von Boston nach Halifax, um dann über den Atlantik zu fahren. Das wird er hier gar nicht mehr schaffen, weil er hier schon am Meeresgrund liegt vor der US-Küste. Ich würde sagen, wir leisten unseren Beitrag zur Atlantikschlacht hier genau vor der Küste. Feuer an Deck! Höhlenschaden. Höhlenschaden, Höhlenverlust. Wird hier auch absaufen. Auf Wiedersehen. Geben die eigentlich Rettungsboote aus? Ja, geben die. Okay. Das heißt, wir können hier gleich einmal zurückfahren, die Boote versorgen. Holen uns hier den letzten noch aus dem Konvoi. 8-8er hat hier. Ist wieder voll aufmunitioniert. Ja, nicht ganz, okay. Aber wir fahren noch näher ran. Warum sollen wir unnötig Munition verschwenden? So. Da ist der Kahn. Und den dritten noch von den 8-8ern. So nicht. Okay, das machen wir nochmal. So viel zum Thema Munitionsverschwendung. So, dann wechseln wir auf die 20 mm. Wieder falsch rumgedreht. Und Feuer frei. Also im Rahmen des Unternehmens Paukenschlag waren, glaube ich, die ersten Boote bereits Mitte Dezember vor der US-Küste angekommen. Ich glaube, so 3 Wochen oder 14 Tage nach Pearl Harbor sind die ersten U-Boote hier schon, haben schon vor der Küste operiert. Wir sind also jetzt relativ spät mit 5 Monaten danach. Oder 6 Monate sind es ja fast, so säuft hier auch ab der Kahn. Aber dass wir hier wirklich einen Leitzug genau vor der Küste erwischen, da hinten sieht man die Küstenlinie sogar noch. Also so nah sind wir hier dran. Bin mir nicht sicher, ob es das tatsächlich in der Realität gegeben hat, dass halt auch die Boote hier so knapp vor der Küste operiert haben. Ich weiß, dass es Bilder gibt von der Skyline von New York, bin ich der Meinung, dass dort ein deutsches U-Boot Fotos gemacht hat. Und so nah waren die schon dran, aber wie gesagt, hier so ein Geleitzug jagt, ich meine, alleine sowieso nicht, vermutlich. Das ist hier im Spiel natürlich ein bisschen einfacher gehalten, in Anführungsstrichen einfacher. Auf Wiedersehen. Den Geleitzug haben wir hier komplett auseinandergenommen. Hat hier unten angefangen. Länge von 40 Kilometern hier, die Schiffe alle versenkt. Ich glaube, das war ein ganz guter Angriff. Ich habe tatsächlich die dritte Korvette, hat mich ein bisschen überrascht. Da hatte ich gar nicht mehr mit gerechnet. Aber insgesamt war das hier ein sehr erfolgreicher Angriff. Ich werde jetzt gleich offscreen die zu absaufen. Ich werde jetzt offscreen gleich die Rettungsboote versorgen, werde dann mich auf den Weg nach Boston machen und dort sehen wir uns dann wieder, wenn wir Hafeneinfahrt Boston machen, dass wir hier an der US-Küste mal ein bisschen Angst verbreiten, dass die Amerikaner sich nicht zu sicher fühlen. Kahn will hier nicht absaufen, ne? War die Meldung haben wir bekommen. Ne, er hat hier auch noch keine
eine Anzeige dafür, dass er abgesoffen ist. Evakuiert ist er, ja. Interessant. Im Prinzip kam die Meldung doch eben, oder? Feuer an Deck. Hier brennt jetzt nochmal. Normalerweise muss er hier unten links, die Anzeige, die ihr da habt, das ist hier Feuer, evakuiert, Alarm und wir haben Sichtkontakt mit dem Frachter. Und da fehlt das sinkende Schiff neben. Das hat... Okay, das ist nur noch ein Wrack. Da ist er. Dieses Symbol fehlt. Versenkt. Die Einheit geht unter. Das fehlt bei ihm hier noch. Jetzt. Na, okay. Super. Auf Wiedersehen. Also die Meldung der Mannschaft kam eben schon. Und jetzt ist der KNS abgesoffen. So, ich war eigentlich bei der Abmoderation. Hat mich hier so ein bisschen aus dem Konzept gebracht gerade. Ich werde hier die Rettungsboote alle versorgen. Das mache ich offscreen, weil das wie gesagt immer dasselbe ist. Und dann begeben wir uns hier runter nach Boston. Ich werde hier die Küstenlinie einfach runterfahren. Mal schauen, was uns da noch so wo die Rohre fährt. Wir haben hier auch noch diesen Einzelfahrer. Vielleicht holen wir den noch wieder ein. Kurz Boot überprüfen. Ach, dann ist der Zaunkönig noch drin. Den einen haben wir verbraucht mit der Korvette. Und im Bug haben wir noch 8 Aale. Okay, da ist jetzt auch ein Zaunkönig verladen. Den hatte ich absichtlich mal mit ins Bug-Torpedolager gepackt. Für den Fall, dass wir ihn brauchen. Und 8 Aale haben wir hier noch. Gut, Deckmunition ist noch genug da. Das ist noch genug da. Also wir fahren auf jeden Fall noch Boston an. Dann zu schauen, dass wir... danach, denke ich, versorgen werden in CB9. Aber das ist alles Inhalt der nächsten Folge. Genau, ich glaube, eine gute erste Fahrt an der US-Küste hier, erfolgreich. Spannend. Okay, mit den 3 Geleitschiffen, die wir tatsächlich rausgenommen haben. Die Zerstörer, super Treffer. Bei den Korvetten war ich erst ein bisschen skeptisch. Ich hoffe, dass meine Aufnahme sich hier nicht gerade verabschiedet. Ich habe hier einen Anzeigefehler. Also, wenn das so sein sollte... Gut, wenn euch die Folge gefallen hat, würde ich mich über Likes und Kommentare sehr freuen. Wie gesagt, vielen, vielen Dank für die ganzen Ansichten, für die ganze Viewzeit, für das Anklicken der Videos, für die Abos, für die ganzen Kommentare, die auch sehr zahlreich sind. Herzlichen, herzlichen Dank. Es macht unfassbar Freude, es für euch zu spielen und zu machen. Anscheinend gefällt euch auch, was ich mache. Von daher, lasst Likes da, lasst Kommentare da, lasst gerne ein kostenloses Abo da. Das wird den Kanal noch weiterbringen und uns weiterhelfen. Und ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn es wieder heißt, auf Heimfahrt mit U564 an der US-Küste. Bis dahin, alles Gute.